Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Türchen von Bier und Schnaps und Wein. Lass es sein. Geil. Egal. Und nachdem gestern mein halbes Rage-Video doch relativ gut ankam, habe ich mir überlegt, sobald ich meine Kalendertürchen aufgebraucht habe und es keinen Videoblog mehr gibt über Schnaps und Bier als Kalender, werde ich wahrscheinlich eine neue Kategorie einführen und einfach ein bisschen rumragen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eine Kategorie einführen, wo ich vielleicht mir einfach immer ein Thema nehme, über das ich mich dann aufregen kann. Sinnloses Aufregen über irgendein Thema, wie zum Beispiel dieses verdammte Shitstorm. Und ich denke, über dieses Shitstorm werde ich mir echt dann nochmal die Zeit nehmen und ein komplettes Video machen, weil das geht mir so auf den Sacken. Jetzt habe ich sogar noch in den Kommentaren erfahren, dass es mittlerweile schon im Duden drin ist und sich sogar die Engländer drüber gewundert haben, wie denn die Deutschen auf die beschissene Idee kommen, dieses dreckige Wort in den Duden aufzunehmen. Aber egal. Ich will nicht wieder damit anfangen. Paxis, bleib ruhig. Wir kommen zum Bier. Nachdem gestern doch ein relativ angenehmes drin war, kommen wir heute zum nächsten. Wir sind bei Kalendertürch Nummer 17. Wir hängen einen Tag hinterher. Und da haben wir wieder einmal eines von diesen merkwürdigen, wie gesagt, ich weiß nicht so richtig, was das ist, aber von diesen merkwürdigen Exportbieren, die immer diese Pfandmarke drauf haben. Weil ich hätte echt nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Exportbiere gibt. Die haben ja auch alle die gleiche Aufmachung. Zumindest was diese Beschreibungen angeht. Also die scheinen ja alle in die gleichen Länder exportiert zu werden. Ich war noch nie in so einem Land, das so viele deutsche Biere zur Auswahl hat. Es ist ja trotzdem erstmal ein interessantes Bier aus mehreren Gründen. Warum? Erstens, es ist ein Lager und kein Pils. Ein Lager, ein deutsches Lager. Zähringer German Premium Lager, gebraut nach deutschem Reinheitsgebot. Also es ist ein Lagerbier, was schon mal super selten ist in Deutschland. So, was ist noch extrem ungewöhnlich? Es hat 4%. Was zur Hölle? Wann hat ein Bier 4%? Was soll das denn? Aber okay, manchmal schmecken die ja trotzdem ganz gut. Ja, Brauerei Zähringer Löwen, erstmals gebraut 1894, aber ob das dann wirklich dieses Lager mit 4% war, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und Inhaltsstoffe, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, was sonst? Also eher wieder so in die also ich glaube, es wird scheiße schmecken. Ganz ehrlich, ich glaube, es wird richtig eklig schmecken. Warum? Weil das einfach die Kategorie ist für mich, außen hui, innen pfui. Also eigentlich eine schöne Dose, ne? Logisch, schöne Dose. Für den Export halt, Deutschland draufschreiben, geil, es ist ein Premium-Lager aus Deutschland. Und das ist für mich einfach die Kategorie, also jetzt, momentan noch, ne? Außen hui, innen pfui. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut schmeckt. Schauen wir mal. Bin echt gespannt. Das klang aber gut beim Aufmachen. Riecht okay, also jetzt nichts Besonderes zu riechen. Weder schlecht noch gut. Also, dass es weniger Alkohol hat, schmeckt man schon mal nicht unbedingt. Es hat so eine komische Säure, würde ich sagen. Und auch wieder so eine leichte Bitterheit, die hinten rauskommt, die nicht so okay ist. Aber ja, schmeckt jetzt nicht besonders, aber es geht schlimmer. Wir hatten schon schlimmere Biere im Kalender, aber ist jetzt nicht wirklich geil aus der Dose. Also kann ich aus der Dose schon mal nicht empfehlen. Keine Kaufempfehlung aus der Dose. Man kann aber jetzt, wie gesagt, es hat so eine komische Säure, die ich so nicht gewohnt bin. Sieht von der Farbe her aus eher wie ein normales Pils, also normale Gelbton. Riecht jetzt auch aus dem Glas nicht besonders anders. Also es riecht eigentlich erstmal wie ein Pils. Und es hat auch nicht besonders anders geschmeckt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es für ein Lager typisch ist, dass es so eine komische Säure hat. Also es ist absolut okay, muss ich sagen. Es ist absolut okay. Es hat zwar so eine komische Säure und eine leichte, nicht so angenehme Bitterheit am Ende. Ist nicht so, also keine hopfige Bitterheit, eher wieder halt so eine einfach bittere Bitterheit. Aber ist okay aus dem Glas. Kann man absolut trinken.
wäre nicht meine erste Wahl, ich würde es mir privat nicht kaufen, aber ist kein Bier, wo ich mich übergeben muss oder so. Also, ja, ist okay. Und ich sag mal so, wenn ich im Ausland wäre, und ausländisches Bier hat ja meistens die Angewohnheit, richtig schlecht zu sein, aber, also jetzt mal, ich sage jetzt mal, abgesehen natürlich von Österreich und der Schweiz, weil die ja zum größten Teil das deutsche Reinheitsgebot haben, und über die Tschechei brauchen wir gar nicht erst anfangen, weil die haben ja auch zum Beispiel das Pils erfunden, war zwar ein Bayer, der das in der Tschechei erfunden hat, aber wie gesagt, die lassen wir jetzt mal außen vor, also sowas wie Tschechei, Schweiz, Österreich, vielleicht noch Polen, und es gibt auch das ein oder andere Bier, das man trinken kann in Spanien oder sowas, aber ich sag mal, Großteil ist es leider immer so, dass das ausländische Bier, das Standardbier vor allem, da nicht so geil ist, dass es keine große Brautradition gibt in den anderen Ländern. Und ich sag mal so, wenn ich in einem Land wäre, wo es wie gesagt kein anständiges einheimisches Bier gäbe, dann würde ich ohne mit der Wimper zu zucken zu diesem deutschen Exportbier greifen. Weil das schmeckt okay, aber ist nichts, was ich mir in Deutschland privat kaufen würde. Also keine Kaufempfehlung in Deutschland, wenn es im Ausland kein einständiges einheimisches Bier gibt, dann dürft ihr gerne das trinken. Aber, also wie gesagt, das ist jetzt zwar nicht ganz so sehr pfui wie hui, aber nichts Besonderes. Ja, läuft ganz gut aus dem Glas. Aus der Dose ist es echt merkwürdig, da ist es sehr sauer. Da kann ich nicht empfehlen. Kommen wir zum Schnaps, würde ich sagen, nachdem wir dieses eher unspektakuläre Bier hatten. Ja, theoretischerweise müsste wieder eins doppelt drin sein, weil wir hatten jetzt schon so viele einfach und wir haben herausgefunden, dass es wohl nicht so viele einzelne verschiedene gibt, sondern viele doppelt sind. Naja, Tür Nummer 17. Drüber aufregen brauchen wir nicht mehr, haben wir jetzt oft genug. Na! Oh. Oh, interessant, interessant. Ja, ich bin schon mal freudig erregt, weil es ist eine Flasche, die wir bisher noch nicht hatten. Sehr schön. Wird auch eine von diesen Flaschen sein, die nicht doppelt drin sein werden, würde ich behaupten, weil man die Flasche auch wieder so kaufen kann. Und zwar ist es diesmal auch wieder ein Nacktbild. Man sieht sogar ein Geschlechtsorgan. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf hier auf YouTube, aber ich denke schon. Und zwar das kleine Arschloch. Ich wusste gar nicht, dass es davon Schnaps gibt, aber okay. Gibt's wahrscheinlich von allem. Kleines Arschloch. Mahlzeit. Orange mit Wodka. Wie gesagt, ich bin nicht so ein Wodka-Fan. Und warum Orange mit Wodka rot aussieht, das weiß ich auch nicht, weil weder Wodka rot aussieht noch Orange. Wenn, dann müsste Blutorange sein oder sowas. Hat 15%. Hinten steht noch drauf. Na, was mache ich denn? Da, Mahlzeit, Blubberlutsch und die neue intellektuellen Droge mit Farbstoff. Dreimal klopfen, dann kippen. Mhm. Von der Altenburger Destillerie. Schauen wir mal. Ach so, dreimal klopfen. Hä? 1, 2, 3. Riecht nicht geil, riecht echt nicht geil. Riecht halt echt wie Blutorange, was es wahrscheinlich auch sein soll. Wobei sie das auch hätten draufschreiben können. Blutorange mit Wodka, also ich bin echt kein Wodka-Fan. So, die Farbe ist interessant. Komisches Rot, obwohl es Wodka-Orange ist. Oh, es riecht halt so richtig eklig nach Wodka-Orange. Also riecht einfach nicht geil. Ich kann nichts. Also wer auf Wodka steht und sowas und auf solche Mixgetränke vor allem, der mag das vielleicht, aber ich mag es überhaupt nicht. Also, ich würde behaupten, es ist Blutorange. Eindeutig. Im Geschmack, im Geruch, in der Farbe, ich stehe nur nicht drauf. Aber man hat vor allem dieses Bittere im Nachhinein. Ich muss zugeben, es schmeckt deutlich besser, als es riecht. Das können wir schon mal sagen. Aber auch wieder nichts, wo ich sage, das würde ich mir privat kaufen. Aber wer Bock hat auf Wodka mit Blutorange, der holt sich das kleine Arschloch. Mein Geschmack ist jetzt nicht unbedingt. Aber es ist okay. Es ist nichts Doppeltes gewesen. Ist okay.
Okay. Trinken wir noch den Schluck Bier aus. Prost auf euch. Wir können also insgesamt eigentlich ganz zufrieden sein. Das Bier war besser als gedacht. Auch wenn es nichts Besonderes war. Es war mal ein Lager, also was anderes. 4%, schmeckt aber eigentlich ganz normal, als wenn es 1% mehr hätte. Wir hatten zumindest eine etwas lustige Flasche. Wenn auch das Getränk darin nicht unbedingt meinem Geschmack entspricht. Aber ich würde sagen, insgesamt eine gute Kombo, weil nichts doppelt, kein absolutes Kotzebier. Und der Likör war auch okay. Können wir uns nicht beschweren, würde ich sagen. In diesem Sinne, gibt es noch irgendwas? Hier, Praxis ist reich. Na, was ist das wohl für eine Währung? Was ist das wohl für eine Währung? Ich gehe nicht näher ran, ihr müsst so schon erraten. Was ist das wohl für eine Währung? Oh, was ist das für eine Währung? Na, was ist für eine Währung? Ich will es genau wissen. Schreibt mir in den Kommentaren, was das für eine krasse Währung ist. Vielen Dank. In diesem Sinne, bis morgen, Kalendertürchen 18. Ich hoffe, wieder interessantes Bier und vielleicht kein Schnaps, der doppelt war. Vielen Dank. Tschüss, euer Meister, Paxis.